So, Leute, wieder hallo und willkommen zurück zu einer wunderbaren neuen Folge hier in Forza 2.5 im wunderbaren Mexiko. Und heute mit dem ersten neuen Auto durch die Season-Playlist hier in Forza 2.5. Season 1 ist gestern gestartet und damit kam auch ein neues Auto rein, was man sich, muss man sagen, ja seit sehr langer Zeit wieder im Forza-Franchise zurückgewünscht hat, nämlich den DeLorean DMC 12. Ja, ganz ikonisches Auto der Filmgeschichte dank den Zurück in die Zukunft-Filme und auch sonst ein sehr, ich sag mal, sehr eigenständiges, eigenwilliges Fahrzeug. Und das kann man sich eben momentan mit der aktuellen Season-Playlist erarbeiten. Mit ein paar Punkten gehört dieser Wagen schon euch, ist auch gar nicht so schwierig zu erspielen. Und den wollen wir uns heute mal anschauen. Kurzer Disclaimer, die beiden Videos, die nach diesem Video rauskommen, die sind hier voraufgenommen worden. Dies, das, ihr wisst Bescheid. Deswegen, wenn ihr irgendwelche Zeitursprünge seht, wir sind nicht in die Zukunft zurückgereist, das ist es diesmal nicht gewesen, aber die anderen Folgen, die hier nachkommen, sind halt schon vorher aufgenommen. Wollte ich nur kurz Bescheid geben. Aber ich dachte, der Wagen hat vielleicht ein bisschen Priorität. Ja, wie gesagt, durch Zurück in die Zukunft bekannt geworden und hat auch sonst ein paar sehr, ich sag mal, eigene Eigenheiten. Ja, kommen wir doch mal ein bisschen zum Fahrzeug. Der Wagen selber ist unlackiert. Das klingt erstmal komplett bescheuert, hat aber ist eine komplett gebürstete Edelstahlkarosserie. Dadurch hat er diesen sehr, sehr eigenständigen Look. Ihr seht diese leichten Riefen da drin. Eben, wie gesagt, einfach gebürstetes Edelstahl. Das ist nicht so der Standard, dass man auf dem Auto drauf prügelt, wenn man mal ehrlich ist. Hat deswegen auch eine ganz, ganz eigene Art, wie man es pflegt. Das ist jetzt nicht so typisch, oh, mein Auto glänzt nicht so schön, ich poliere den mal gerade. Das sollte man mit DeLorean direkt sein lassen. Gebürst Alu möchte nicht poliert werden. Deswegen da schon mal ganz, ganz eigenständig, muss man sagen. Und dann natürlich auch noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel diese wunderbaren Sachen hier, nämlich wunderbare Flügeltüren. In dem Fall, ja, richtige Flügeltüren. Eure wunderbaren ganzen Lamborghinis haben nämlich Scherentüren oder andere Namen. Aber Flügeltüren sind halt genau das, ja, wie beim Flügen, wie beim 300, Gullwing, die nach oben aufgehen. Das hat seine großen Vorteile. Es braucht nicht viel Platz beim Ein- und Aussteigen. Es braucht nicht viel Platz in Parklücken, um aufzumachen. Ein- und Aussteigen muss man ein bisschen Kopf drücken und sowas. Und die Türen hatten wohl auch Probleme, dass sie ein bisschen schwer waren aufgrund des Materials und dass da ein Motor für den Scheibenheber drin war und. Also es war so okay durchdacht, muss man sagen. Weil wenn man nämlich mal guckt, die Scheiben, ja, die gehen gar nicht so weit runter. Ihr seht nämlich, das ist nur so ein kleiner Teil. Dieser kleine Teil der Scheibe, der ist wirklich einfahrbar. Der restliche Teil der Scheibe bleibt, egal ob ihr Fenster auf oder zu macht, immer da stehen. Grund ist dafür eben diese Biegung der Tür. Ihr seht, die Tür macht so eine leichte Curve-Form und leichte Kurve. Und ich könnte auch sagen, die macht eine Kurve, aber warum auch nicht einfach Denglisch reden? Macht eine leichte Kurve und dadurch gab es damals nicht die Möglichkeit, da kostengünstig, sagen wir mal, Scheiben für entwickeln. Ja, motortechnisch ist hier nicht viel Dampf los. Es gab 136 PS, das haben wir, also das ist, ich sag mal so, ein bisschen harmloser. Hier seht ihr das kleine, wunderbare Aggregat, was hier drin schlummert. Also das Ding sieht nach mehr aus, als es ist. Es sieht nach einem krassen Sportwagen aus mit richtig Bums. Ja, aber Serie ist da jetzt eher ein bisschen, ich sag mal, die ruhigere Natur drin. Das ist jetzt kein Leistungsmonster, den der DeLorean serienmäßig drunter hat. Wir können den Kollegen gerade mal, wenn wir gerade hier stehen, mal anschmeißen. Hier bei Kofferraum vorne, muss man aber sagen, wenn man mal so guckt, das ist sogar recht viel Kofferraum. Also man kann sich nicht beschweren, dass man trotz des Motorkonzepts wenig Platz in der Kiste hätte. So, wir setzen uns mal wunderbar rein in dieses wunderbare Fahrzeug. Und ja, innerhalb muss ich sagen, der hat halt wirklich diesen typischen futuristischen Charme. Also das muss man halt wirklich sagen, diesen futuristischen Charme, den man aus den 80ern so kennt, das ist ja halt volle Kanüle, 70er, 80er, volle Kanüle umgesetzt worden. Und ich würde sagen, wir machen mal an und hören mal rein. Wir lauschen mal. Ja, das klingt leider auch genauso traurig, wie es ist. Wir werden jetzt gleich mal eine Runde drehen, aber dann, ja, sind wir ja nicht umsonst bei Forza Horizon. Wir können nämlich auch ein bisschen, ja, ich sag mal, ein anderes Motörchen in unsere DeLorean packen und vielleicht ein bisschen mehr passende Optik zu unserem wunderbaren Kfz raus. Und ich würde sagen, wir fahren mal eine kleine Runde. Wir sind hier gerade beim wunderbaren Festival. Bieten sich doch gerade mal an, eine schöne Runde im DeLorean hier zu drehen. DeLorean DMC 12, liebe Leute. Und ich gehe mal kurz hier wieder Sitzungssuche. So, damit er mich auf den Sack geht. Und wir fahren mal eine kleine Runde. Ja, wie gesagt, der Wagen sprüht jetzt nicht vor Elan. Also das ist jetzt kein Auto, Dankeschön, das jetzt, sagen wir mal, ein komplett umhaut mit Leistung. Der Wagen sieht, muss man sagen, nach mehr aus, als er eigentlich hat. Also der Wagen sieht optisch super, super geil aus. Ich finde die grundsätzliche Optik dieses Fahrzeugs immer noch unfassbar zeitlos und unfassbar schön. Obwohl, nicht zeitlos, also man merkt schon diesen Retro-Charme, aber diesen Retro-Zukunftscharme. So wie man sich halt damals die Zukunft vorgestellt hat. So würde ich den Wagen beschreiben. Als der Wagen rausgekommen hat, hat man sich so ein bisschen die Zukunft vorgestellt. Und deswegen hat natürlich in die Zurück-in-Zukunft-Filme natürlich auch wie Arsch auf einmal drauf gepasst. Ja,
Der Wagen war jetzt nicht super erfolgreich, also DeLorean gab es nicht lange. Die Jungs und Mädels haben wirklich nur dieses Auto gebaut und danach war es das schon wieder. Etwa 9000 Stück, ja, 9000 Stück sogar, aber ich glaube nur 6000 gibt es da ungefähr. Und haben mittlerweile auch einen guten Wert erreicht, weil sie mittlerweile einen gewissen Sammlerwert erreicht hat, eben hauptsächlich durch die Filme, die den Wagen, sagen wir mal, so ein bisschen getragen haben. Dadurch hat er eben so ein bisschen Interesse bei den Leuten geweckt. Und jetzt halt mittlerweile haben sie halt einen gewissen Wert oder Preis eben aufgrund der Filme, dass er eben damit ja so in Verbindung gebracht wird. Weil an sich, wie gesagt, leistungstechnisch und fahrtechnisch jetzt kein Highlight, dieses Fahrzeug. Das kann man, ich denke mal, so auf jeden Fall mal wunderbar festhalten. Und das müssen wir auf jeden Fall ändern, weil ihr seht schon, ja, das ist jetzt halt, das haut einen jetzt nicht von den Socken. Also das ist jetzt hier nichts, was einen irgendwie krass flasht. Also da geht nicht viel voran, da ist nicht viel Leistung, da ist nicht viel Alarm. Und wir wollen mal gucken, was wir hier bei Forza Horizon 5 aus diesem wunderbaren KZ rauskitzeln können. Ich freue mich immer, dass er wieder riesig drin ist. Also muss ich sagen, ich finde DeLorean wirklich ein wunderschönes Fahrzeug. Und ich muss sagen, es gab auch mal Fälle, wo man dann auch mal selber guckt, komm, kaufst du so einen. Aber wie gesagt, die haben mittlerweile einen guten Wert bekommen. Die sind immer noch nicht exorbitant teuer, muss man sagen. Aber wie gesagt, es ist jetzt halt kein Auto, was cool und geil und schnell fährt. Das ist halt ein Auto, das steht halt schön da. Also das kann halt, das sieht halt, ja, es ist halt ein Auto. Also das kann man jetzt halt finden, wie man möchte, ne? Also ob einem das reicht. Um euch nochmal kurz zu zeigen, wie man diesen Wagen denn freischaltet. Hier seht ihr einfach die Sommerfestival-Playlist. Müsst ihr wunderbar 26 Punkte erreichen. Das ist jetzt nicht besonders schwierig. Und schon habt ihr den Wagen in eurer wunderbaren Garage. Wir können mal gerade ganz kurz in die Fähigkeitspunkte reingucken, weil, das waren die Rivalen, ich soll da vielleicht noch einen richtigen Slot reingehen. Weil, soweit ich verstanden habe, ja, haben die Automeisterungen nämlich hier alle besondere Namen bekommen, also besondere passende, sagen wir mal, Namen zum Filmfahrzeug, hier Fluxkompensator, Mr. Fusion 1,21 Gigawatt, das B-Auto, Hoverboard, Great Scott, das Ziel im Auge und so weiter. Ja, das ist hier nämlich alles schöne Anspielungen an die Filmreihe, die ich ehrlich gesagt, muss ich persönlich noch sagen, dringend noch komplett nachholen muss. Ich hatte einen der Teile gesehen und ich bin da irgendwie bei Filmen hängig, liebevoll ausgedrückt, immer ein bisschen hin und her, hinterher, muss ich sagen. Ja, ich habe noch nicht an Star Wars geguckt, ich bin so ein Filmmuffel, obwohl ich diese ganzen Genres und sagen wir mal, Welten sehr interessant finde, aber irgendwie finde ich nie die Zeit, Filme zu gucken. Und die Zurück in Zukunft Filme schiebe ich schon sehr, sehr lange auf und das muss ich ja nicht mehr machen. Deswegen will ich ja auch nicht Facts und Wissen droppen, was ich nicht habe, sondern halt mein Maul. Aber vielleicht habe ich das bald noch Zeit. Ich muss die auf jeden Fall nachholen. Ich weiß, es gibt Entsätze in den Kommentaren. Alle Leute sind erzürnt, dass ich ein Video über den Leuten mache, aber die Filme nicht geguckt habe. Das wäre die falsche Reihenfolge. Ihr habt vielleicht recht. Na gut, wir schauen mal, was wir damit so Schönes anstellen können. Mit unserem wunderbaren DeLorean DMC 12 von wunderbar 1982, liebe Leute. Wir gucken mal. Wir können Motorswaps machen. Wir können unseren Serienmotor einen Turbolader geben. Es gibt einen 5 Liter V12, einen 7 Liter V8, einen 3 Liter V8 Rennmotor und einen 7,4 Liter V8 Twin Turbo. Der klingt dann ungefähr so. Das klingt schon fies. 1775 PS. Nee. Aber wenn ich den einbaue, da kann ich nichts mehr machen, ist schlecht dran, ne? Ja, der ist schon Maximum aufgebaut dann. Aber ich muss auch sagen, 1775 PS in dem DeLorean sind auch schon eigentlich genug Leistung. Also ich meine, warum sollten wir da auch noch groß was dran machen wollen? 2000 Newtonmeter. Nee, wir nehmen den 7,4 Liter V8 Motor. Das finde ich schon passend, das ist schon ganz okay. So, jetzt können wir natürlich noch auf Allrad bauen. Ich bin nur stark überlegen, machen wir das oder nicht? Ich glaube, wir machen lieber Rennsticks drauf, weil mittlerweile, bei Forza Horizon 5 habe ich mich mittlerweile angewöhnt, Autos auch mit Heckantrieb können auch sehr performant sein, muss man sagen. So, Tuning-Teile. Ui, okay, das sind wilde Tuning-Bits. Die sind auf jeden Fall für den Wagen besonders gemacht. Das ist nicht Standard. What the fuck? Okay, die ist interessant, die Stoßstange. Was haben wir am Heck? Da haben wir den starbissigen Spoiler. Ah, ich hätte es dann so cool gefunden, hätten wir wirklich das Zurück in die Zukunft Bodykit, also mit den Ansätzen und sowas. Das wäre schon nice gewesen. Aber das Problem ist, natürlich muss man da nochmal eine Extra-Lizenz anfragen, weil ich glaube, dieses Bodykit ist sicherlich, diese Anbauteile sind natürlich ganz klar in Verbindung mit dem Film. Und ich weiß nicht, wie das mit Lizenzen im Sinne von daher aussieht. Also kann ich mir gut vorstellen, dass wir die leider nicht haben aufgrund von Lizenzdingen. Aber es wäre halt schon, es wäre schon sehr cool gewesen, muss man mal sagen. Ich finde die Frontlippe aber schon ziemlich nice, muss ich jetzt mal so sagen. Ich dachte, dass wir eine Frontlippe für den DeLorean haben. What the fuck, ey. Wir packen die mal dran. Komm, wir packen die mal dran. Und den Ducktail machen wir auch mal dran. Komm, wir machen mal das Komplettpaket. Aber die Lippe ist auf jeden Fall für den Custom Design. Hätte ich nicht gedacht. Finde ich schon mal ganz nice. Okay, dann Felgen. Boah, die Originalen sind sehr groß, könnten auch sehr geil aussehen, ne?
Uff. Okay, ne, die sind nicht groß. Warte, mal, lass mal ein Fahrwerk einbauen, bitte erstmal. Ich muss mal gerade kurz gucken, wo wenn wir landen. Ich möchte gerne geslampten DeLorean haben. Das würde mich schon sehr glücklich machen. Das würde mich sehr glücklich machen. Ich hoffe, da geht gleich noch was. Das macht mich sonst sehr unglücklich. Oh, bitte lass da gleich noch ein bisschen Potenzial sein. Das wäre sehr traurig, wenn das die maximale Tiefe wäre. Serienfelgen lassen wir dann doch nicht. Wir packen schön klassisches Filmauto, erstmal dreiteilige Rotoform drauf machen. Weil mir nichts mehr hier irgendwie. Also, ich habe von nichts mehr Respekt. Das wäre doch aus der zukunftsmäßig. Ich meine, die Felgen hier haben schon so einen leichten Zukunftsvibe. Versteht mich nicht falsch, ihr wisst, wie ich meine. Ich rede mir das hier gerade selbst schön, merkt ihr? Boah, ich weiß nicht warum, aber die fühle ich auf dem DeLorean ja gerade mal. Wartet mal. Warten Sie mal ab. Das wirkt gleich noch gut. Es kommt der Moment, wo man das gleich gut findet. Machen wir schöne 17er drauf. Oh Gott, alle Leute hassen mich jetzt. Ich kann es verstehen, Leute. Ich kann es euch nicht übeln. Warte, 15 sind Serie. Sind vorne 14 Serie? Ach krass, der wird hinten eine 12 Größe mehr. Da fahren wir hinten dann 18, ne, damit es Sinn macht. Dann müssen wir hinten 18 fahren. Okay, jetzt machen wir die Spurbreite noch schick breit. Ich muss ja halt die Karre halt gleich noch tief kommen, sonst wird das ein bisschen traurig, das Ganze hier, aber. So, jetzt brauchen wir natürlich noch schöne Rennslicks. So, Slicks Rennreifenmischung. Genau, jetzt machen wir die Dinger nochmal ein bisschen vernünftig breit, wie sich das gehört. Wunderschön. Bisher finde ich das ganz okay, wenn die Tiefe gleich noch stimmt. Wie gesagt, in der Tiefe, da müsste halt noch was passieren. Also, wir haben noch ein bisschen Potenzial nach unten. Ich hoffe, das können wir gleich auch nutzen. So, Rennkupplung bauen wir rein. Dann bauen wir ein schönes Achtgang einfach mal rein. Da habe ich hier gerade einfach mal Bock drauf. Ich habe keinen Zweck, warum ich das einbaue. Ich mache einfach das Achtgang rein. Dann ein schönes Renndiff. Und dann machen wir hier noch ein paar Kleinigkeiten. Ein paar Stabbis. Und wenn wir schon im Innenraum den Fluxkompensator nicht haben, dann können wir wenigstens den Käfig reinpacken. Ne? Dann machen wir so ein bisschen Käfig und so mit Leuen. Und machen die Kisten noch mal ein bisschen leichter. Muss ich sagen, 1,4 Tonnen ist ja gar nicht mal so leicht. 1,2 Tonnen. Dann haben wir 1,2 Tonnen, 2000 Newtonmeter, 1775 PS in unserem wunderbaren 1982er DeLorean DMC 12. Und wenn der jetzt auch ein bisschen tiefer geht, bin ich aber sehr konform mit der Kiste. Da bin ich aber mal ehrlich. Einstellungen installieren. Ich würde gleich mal kurz testen, den zu lackieren. Also einfach nur mal kurz zu gucken, wie das so wirkt. Weil ich kann mir vorstellen, entweder sieht es richtig scheiße aus und es gibt einen Grund, dass der DeLorean Gott sei Dank nie lackiert worden ist. Das sind gerade mal 0,9 cm. Das ist nicht viel, Leute. Ei, das könnte aber jetzt proportional ganz schön scheiße aussehen. Obwohl es schon sehr wild aussieht mit Tiefbett, ne? Eine Leute mit Tiefbett und Lippe. Irgendwie fühle ich das ein bisschen so. Warte, lass mich mal gerade kurz gucken. Wir lackieren den gerade mal. Ich habe ein bisschen Schiss davor. Oh, ist mehr Teil lackierbar. Der vordere Teil, der hintere Teil ist echt, ne? Oh. Der hintere Teil ist echt dann gesondert, ne? Der vordere. Oh, ja, wir können die Maske vorne lackieren. Es sah ja gerade fast gut aus, sogar lackiert, ne? Oh, will man DeLorean lackieren oder dass das so Schand hat? Ich meine, die Alu-Karosserie ist ja so ein bisschen das Highlight von der Kiste, ne? Boah, komplett Hochglanz. Warum fühle ich einen Hochglanz schwarzen DeLorean so sehr? Warte, lass mich mal bitte. Wir machen mal kurz alle gleich. So, warte mal. Ich fühle das viel zu sehr. Das ist echt nicht gut, dass ich das fühle. Warum fühle ich diesen Farbton so sehr? Das sollte ich echt nicht tun. Hier haben wir sogar Stahl gebürstet und Alu gebürstet. Warum sieht das so gut aus, wenn der Wagen lackiert ist? Warum? Okay, alle anderen Farben sehen scheiße aus, aber. Guck, wie viel edler der direkt wird, wenn der Lack drauf hat. Boah. Ich brauche keinen Knight Rider mehr. Scheiß auf Kit. Ich habe meinen DeLorean, Alter. Holy fuck, sieht das gut aus. Oh, sieht halt schon. Eigentlich darf man das nicht machen. Aber eigentlich sind wir auch bei meinen Videos und dementsprechend gebe ich ja meist relativ einen Fick drauf, was andere von meiner Meinung halten. Farbgruppe 1. Was ist denn der Stern zum Geier? Da haben wir ihn gefunden. Dankeschön. Ah, sieht aber scheiße aus, wenn wir den lackieren, ne? Ja, den lassen wir mal unlackiert. Das wirkt nicht. Oh, ich weiß nicht, warum ich das so gut finde. Ich sollte es nicht gut finden. Ich sollte einen DeLorean lackiert nicht gut finden. Das sollte ich nicht. Das ist ein Unding. Man darf einen DeLorean nicht lackiert gut finden, weil die Edelstahlkarosserie macht diesen Wagen aus. Aber deswegen sind wir bei Ford 2005. Hier kann ich sowas machen, ohne dafür gelünscht zu werden. Obwohl ich dafür gelünscht gehöre. Das möchte ich mal kurz klarstellen. Aber sorry, Leute. Guckt euch das mal an. Oh, das sieht doch... Oh, Junge, warum ist das denn so schön? Ey, das finde ich ja viel zu gut. Ich weiß nicht warum.
Ich sage euch, wir gehen mal kurz raus. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Natürlich wird es dunkel. Danke für das Spiel. Uiuiuiui, Mutter Maria, unser Lauren ist aber auch eine ganz wilde Bestie jetzt geworden. Warte, ich muss mal kurz die Getriebesetzung anpassen. Da ist ja. Das ist ja hier. Also, da müssen wir mal ganz kurz hier mal ein bisschen länger ziehen. Sonst bin ich hier gefühlt nur noch am Gänge wechseln. Kann der auch 400? Schaffen wir 400 in unserem DeLorean? Komm, 400. Scheiß auf die Geschwindigkeit aus dem Film. 401? Komm, da geht noch mehr. Komm, mach. 400? Okay, 401. Vergessen, 401 ist das Maximum. Ja, ich würde mal sagen, wir biegen gleich mal auf den Autobahn ab und lassen mal mit dem DeLorean mal kurz durch die Nacht fliegen, ne? Alter, mit den Felgen und glänzend schwarz, also jetzt kommt schon, das kann man ja nur gut finden. Also natürlich nicht, wenn man den klassischen DeLorean gut findet, dann gehöre ich dafür geköpft und gelünscht und das ist vollkommen legitim. Ich kann es euch nicht übel nehmen. Aber ich meine hier nur. Uiuiuiui. Oh Gott, scheiße. Gut, dass die Rennsticks so gut Arbeit leisten, nicht. Junge marschiert er. Junge, mach mal los, weg da. Wir sind zurück in die Zukunft, Alter. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst mit dem DeLorean. Achten rein, gib ihm. Jo, zwei Sterne geholt vom Blitzer. Dankeschön, den bin ich noch lange nicht lang gefahren anscheinend. Und weiter Vollgas. Geht gut. Na, 400 haben wir noch nicht. 400 haben wir noch nicht. Komm, 400 müssen wir drin. Wow, 400 müssen drin sein. Komm, mach die 400 jetzt voll. Komm, mach jetzt die 400 voll. Komm schon. Ja, komm, da müssen jetzt müssen aber hier auch die 400 mal fallen. Komm! Oh, nicht in die Kurve, nicht. Oh doch, alles gut, ich krieg's. Ne, 400 wollen leider nicht. Aber ich will jetzt mal hier gerade diese wunderbare Autobahnblüte, die ich kennengelernt habe, wie das heißt. Ich kenne meine Autobahnkreuze. Sorry, das müssen wir jetzt mal gerade. Warte mal, dein vorne muss ich runter. Ich will die mal ganz kurz hier ein bisschen, ich sag mal, seitwärts fahren, DeLorean. Oh, alles gut. Es ist aber auch ein ganz wildes Fahrzeug, ne? Ich würde mal sagen, wir fahren damit auf jeden Fall mal ein Rennen. Ich würde sagen, das können wir. Oh, hier gibt es sogar Super Wheelspin. Das müssen wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Also da müssen wir auf jeden Fall ein Rennen fahren. Wir können jetzt mal den Wheelspin hier mitnehmen. Oh, 911 Turbo 3.3er. Guck mal hier. Direkt auch ein weiteres Auto von 82 bekommen. Das ist ja richtig hier, richtig Premium. Ja, das nehmen wir auch mit. So, wir suchen uns mal ein schönes Rennen raus, Straßenrennen, weil ich möchte jetzt nicht in der Nacht weiter rumeiern. Deswegen hätte ich gerne Bock auf ein Rennen am Tag, meine lieben Leute. Und mal gucken, was so ein DeLorean so wunderbar drauf hat, wenn man damit mal, ne, ihr wisst Bescheid, wunderbar, toll, gut, dass wir uns zugehört haben gegenseitig. Ich finde es super. Ich muss ja mal eins finden, wo ich Bock drauf habe. Na komm hier durch, komm. Sprint durch den Dschungel im DeLorean, das geht schon klar. Das geht schon sehr klar. So, Solo. Genau, nehmen wir. Und dann hätte ich gerne meinen wunderbaren. Warum wirkt der denn vom Thumbnail so verdammt klein? Wer hat sich denn um das Thumbnail gekümmert? Guck mal, wie groß ein Lotus Exige gegenüber dem DeLorean wirkt, als wäre das so ein 40-Tonner. Warum ist der denn so klein auf dem. Der könnte gerne auf dem Thumbnail, auf dem Vorschaubild ein bisschen noch. Ja, ein bisschen skaliert werden. Der wirkt so, als wäre das so ein kleiner. Wäre ein Mini dagegen. Monster Truck. Was ist das denn? Ich meine, DMC ist ja nicht so klein. Naja. Gut, dann wollen wir mal. Es ist komisch, aber es ist Nacht natürlich. Wunderbar, weil ich das Wetter nicht umgehe. Aber egal. Ich finde es geil, wenn man die normale Super MK4 sieht und davor das Ding mal mit dem Whitebody-Kit, das wir hier im Spiel haben, von KRC oder wie die nochmal heißen, und das Ding einfach doppelt so breit wirkt. Das ist schon sehr interessant. So, Jungs. Oh Gott, ich fahre die Kurve mal geradeaus weiter. Hoppla. Ich habe viel zu viel Leistung in diesen kleinen DeLorean reingepackt. Und mir tut es nicht leid. Darf ich mal... Uiuiuiuiuiuiui. Über 2000 Newtonmeter auf die Hinterachse mit Rennsticks ist halt auch, ich sag mal, eine optimistische Einschätzung, dass das klappen kann. Aber ich meine, Optimismus, dafür stehe ich in meinem Namen. Steht nämlich in LPN 05 drin. Das 0 kann man nämlich auch als O lesen, dann heißt es LPN Optimismus. Ja, also LPN Optimismus 5, aber dann wirkt die 5 ein bisschen out of place, aber an sich, ihr wisst, wie ich meine. Oi, oi, oi. Aber man kann auch immer ein bisschen, also ich sag mal so,
Wenn ihr sagt, ich möchte die DeLorean, ich möchte da ein bisschen Leistung rausholen, ihr habt sehr viele Optionen. Also das Spiel schmeißt euch bei dem Auto Gott sei Dank mit Motoren zu, was sehr geil ist. Also dementsprechend, wenn ihr sagt, jo, ich möchte die DeLorean bauen, dann könnt ihr da wunderbar mit ein bisschen rumwerkeln, oder sagen. Ja, man könnte ja auch noch Allrad einbauen, dann wird das Ding hier nicht konsequent Formula D machen. Aber dann wäre der Reiz auch halt nicht so groß, muss man auch einfach mal so sagen, wie es ist. Und ich bin persönlich der Meinung, der DeLorean hat auch lackiert ganz gut funktioniert. Also finde ich schon. Also natürlich klar, den Charme hat er durch seine Alu-Karosserie gehabt. Edelstahl-Karosserie, hoffen wir mal vielleicht Edelstahl an. Aber ich meine, ein schwarzes Lackkleid. Ich sag wie das. Haut mich jetzt auch schon ein bisschen vom Hocker. So. Ach Gott. Aua. Bitte überholen Sie mich nicht. Uiuiui, alles gut, ich hab's im Griff. Da war ein TVR hinter uns, ja auch entspannt. Wenn ich eine Gerade hätte, würde ich dir wegziehen. Ja, warte mal ab. Also wenn ich hier mal eine Gerade kommen würde, die ich nutzen könnte, die ich nicht seitwärts fahre. Ja, guck mal, da ziehst du schon weg, oder hier. Und da werden die Gänge durchgeschaltet. Jetzt muss ich gleich schon wieder bremsen. Wir haben hier zu wenig Möglichkeiten zum Vollgas geben. Come on! Und marschiert! Wunderbar! Guck hier, wenn wir eine Gerade haben, dann geht das Ding nach vorne wie nichts anderes, wie Spitzkatze persönlich! Und es sieht doch schon sehr edel aus, also... Ich hätte gerne noch einen zweiten, also wenn man ihn halt jetzt nicht nur darüber holen könnte, leider kann man ihn ja jetzt nicht nochmal kaufen. Ich würde ihn gerne nochmal kaufen, weil ich gerne nochmal einen normalen daneben stellen würde in meine Garage. Neben meinen Verschandelten, den ich hier gebaut habe. Hätte ich gerne noch, wie gesagt, einen normalen. Aber es ist ja kein Wunschkonzert. Dementsprechend, ja, ihr wisst, wie ich es meine. Gibt da ja nicht. So, aber ich würde mal sagen, weil ich es gerade erwähnt habe, dass ich auf den Geraden vielleicht eine Chance hätte, sehe ich mich ein bisschen bei einem Viertelmeilenrennen. Da sehe ich mich ein bisschen. Vielleicht sind die Leute, okay, natürlich Heckantrieb, die Starter ist Bescheid, aber vielleicht könnte das funktionieren. Wir gucken mal, wir schauen mal. So, gucken mal, was wir hier so hinkriegen können. Wir erstellen mal neue Blaupause. Wir nehmen mal Retro Sportscars, dann haben wir dieselbe Kategorie. Da machen wir S2 natürlich. Weil ich hätte gerne, genau, ich hätte nämlich gerne die Tageszeit auf gutem Wetter. Und dann würde man sagen, schauen wir mal, was der DeLorean so kann. Ich bin gespannt. Schauen wir mal. Er sieht doch edel aus. Das ist schon schick. Schönes Kfz. Vielen Dank an Playground Games, dass ihr den wieder reingebracht habt. Grüße gehen raus. So, jetzt hoffe ich, dass ich KI nicht 98er Fahrzeug gebaut habe, sondern mein Level. Dankeschön. Oh, nehme ich steht in MX5. Okay, ich bin mal gespannt, ob die KI alle Allrad reingeprügelt hat oder es vielleicht sein lassen hat, aber wir gucken mal. Komm, DLC. Zeig den Japaner, was der Hake ist. Okay, vergesst es. Wir haben alle Allrad. Scheiße. Oh Gott. Und ich habe maximale Grip-Probleme. Ja, ich krieg euch noch. Oh Gott. Oh, ja. Oh, Leistung. Komm, Drehmoment. Guck mal. Junge. Ich sag euch doch, ich krieg euch noch. Junge, wie der DeLorean zieht. Komm. Oh, wenn ich den Platz ein bisschen... Oh, Alter, wie die 2000 Newtonmeter und die fast 2000 PS am Ende einfach nur schieben. Du bist am Anfang heillos überfordert. Dann, Junge, kommt da ein Druck hinter. Holy fuck. Das probieren. Ich will das gerade nochmal machen. Weil ich habe die Vermutung, wenn ich den Start nicht komplett verkacke, also ein bisschen weniger komplett die ganze Fahrbahn für mich nutze, könnte ich es schaffen, vielleicht am Ende sogar einen Sieg zu holen. Weil, ey, obenrum, ich habe zwar keinen Grip, aber ich habe Leistung aus der Hölle. Ist wunderbar. Jetzt haben wir schon Grip gekriegt. Und jetzt geht's. Jetzt geht's vorwärts. Raketenstart. Ja. Ich habe nur den Start richtig erwischen müssen. See ya. Das ist Japano-Karren. DeLorean it is. Das ist Sieg. Oh. Gute Ami-Power. In einem Auto aus Nordirland. Geil. Die Briten ja doch mit Army Power noch ein bisschen was gerissen hier. Erstmal die Japaner fertig gemacht, so muss er laufen. Aber hier. Ist eine halbe Sekunde Vorsprung rausgefahren. Da kann man ruhig mal ein bisschen moonwalken vor seinem DeLorean. Das hat man sich da auf jeden Fall mal verdient. Sehr schön. Und den Weasman haben wir uns auch noch verdient. Ja, und dann haben wir einfach der Japanerfahrer sein Auto abgezogen. Haha. Naja, nicht mit gerechnet, würde ich mal sagen. Damit hat er nicht gerechnet. So, mit diesen wunderbaren Worten.
Hatte ich auch nicht gerechnet, weil es sind wirklich wunderbare Worte meinerseits gewesen, muss ich wirklich sagen. Würde ich sagen, bin ich raus für dieses kleine Video. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich kann den DeLorean euch auf jeden Fall nur sehr ans Herz legen. Wie gesagt, einfach die Season Plates fahren und dann bekommt ihr dieses wunderbare Kfz, was endlich wieder vorzuweisen drin ist. Und da könnt ihr es auch in Ruhe lassen und einfach Serie lassen und nicht dran rumwäschen wie ich. Das könnt ihr euch dann aussuchen, wie ihr halt Bock habt. Ich bin auf jeden Fall raus für die heutige Folge. Wenn es gefallen hat, lasst mir ganz gerne einen Daumen rum da. Mit der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis dann und tschüss. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.